Moin Moin Freunde, willkommen bei Heavy Industry und mein Name ist Sandra. Heute bauen wir eine Schmuckschublade. Kennt ihr das, wenn eure Schubladen so aussehen? Viel lieber soll es doch aber so aussehen, oder? Wir sprechen hier von einer IKEA Pax Schublade. Dieses Pax-System haben viele von euch zu Hause und seien wir ehrlich, die meisten schmeißen es in die Schublade und Hauptsache aus dem Sichtfeld. Aber eigentlich möchten wir es doch ordentlich haben. Und dieses Projekt ist wirklich sehr einfach gebaut. Und liebe Männer, ihr könnt euren Frauen damit einen riesengroßen Gefallen tun. Und liebe Frauen, traut euch, man kann es super selbst machen. Und für alle Nagellacksüchtigen unter euch, so kann eine Schublade auch aussehen. Welche Materialien brauchen wir heute? Zunächst natürlich die Schublade, die ihr bearbeiten wollt. Dann ein Stück Holz, das etwas dünner ist. In unserem Fall ist das hier, glaube ich, heute sogar mal ein Rest von unserem alten Kleiderschrank. Dann etwas Holz, das etwas dicker ist. In diesem Fall habe ich mich für eine IKEA-Platte entschieden, die noch die Wabenstruktur hat, damit es leichter ist. Ihr seht nachher, warum. Das Ganze wird ausgekleidet zum Schluss mit Samt. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ist noch ein Rest von unserem letzten Projekt. Und natürlich eine handelsübliche Schere. Und das Allerwichtigste, unser Elektro-Tacker. Den werden wir heute richtig häufig benutzen. Hier habe ich jetzt also nun das dünnere Holz, was ich benutzen werde, um den Zwischenstick zu machen. Es ist völlig egal, welche Qualität es hat. Hier ist es jetzt sogar einfach nur Presspappe. Wichtig ist, achtet darauf, dass es nicht zu dünn ist, da es sonst zu instabil ist. Ich habe jetzt hier so 12-13 mm, völlig ausreichend. Da die Schublade relativ tief ist und ich nicht so weit reingreifen möchte, brauchen wir jetzt natürlich etwas, um den Boden etwas anzuheben. In diesem Fall hier wieder meine IKEA-Presspappe. Die IKEA-Platte. In meinem Fall ist sie, glaube ich, lasst mich gucken, 35 mm. Wichtig hierbei, wir benutzen nur die Wabenstruktur. Es soll leicht sein. Die Schublade an sich ist sehr groß. Wenn man da jetzt zu viel schweres Holz drin hat, ist es einfach doof. Daher nur die Wabenstruktur benutzen, nicht das verdichtete Material hier oben. Hat jetzt jemand von euch eine flachere Schublade, braucht ihr natürlich trotzdem einen Boden, aber der sollte dann dünner sein. Bitte achtet darauf. Was soll in diese Schublade rein? Für mich wichtig waren erstmal meine Brillen und die Uhren. Und damit das Ganze eine schöne Unterteilung bekommt, brauchen wir natürlich unseren Mittelsteg und nochmal kleine Querverstrebungen. Und damit ich überhaupt weiß, wo ich hin will, habe ich eine super tolle Zeichnung gemacht. Hochtechnisch und sehr präzise. Ihr seht die einzelnen Absperrungen, sage ich mal. Und man kann es sogar ganz gut erkennen. Maße sind auch dran. Und als erstes machen wir jetzt diese kleinen Felder. Ich habe da nachher Maße von 7 cm mal, ich glaube, 19,3. Das machen wir jetzt als erstes. Wie ihr seht, haben wir jetzt unsere Holzstücke für die Erhöhung gebaut. Klar zu sehen nochmal die Wabenstruktur, zwei dünne Trägerschichten. Das Holz ist extrem leicht und stabil genug. Was wir jetzt als nächstes machen, ist unser Mittelsteg. Und zwar mit diesem Holz. Und das wird der Mittelsteg hier zwischen und zwischen den einzelnen Abtrennen. Tischkreissäge eingelassen in die Werkbank. Megamäßig praktisch und wie ihr das machen könnt, verlinke ich euch in dem Video oben. Und dazu auch ein Video für den Anschlag, denn der originale Anschlag der Tischkreissäge ist so nicht mehr nutzbar und dieser hier ist wesentlich stabiler als das Original und auch dafür verlinke ich euch das Video oben.
Wir haben jetzt alle Einzelteile fertig und jetzt schauen wir doch mal, wie gut es hier reinpasst. Und wie wir feststellen, wir haben zu wenig. In der Tat, ich habe mich verzählt. Zeitblase, wir haben zwei neue Teile. Und zum Abschluss habe ich zwei größere Enden. Das liegt an der Bauweise der Schublade in dem Schrank. Ihr werdet es nachher noch sehen, warum. So, das Grundgerüst ist fertig. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man die einzelnen Teile mit Samt ausschlägt. Wichtig dabei ist, man sieht nachher nur noch die Oberfläche. Die Seiten und die Unterseite wird man nachher nicht sehen. Das heißt, legt den Stoff um, tackert es fest. Es kann auch ein bisschen Stoff überstehen, man wird es nachher nicht sehen. Um euch die Arbeit zu erleichtern, empfehle ich euch einen Elektro-Tacker. Die Arbeit geht wesentlich schneller, es ist wesentlich leichter. Und aus Erfahrung kann ich sagen, ich habe meine erste Schublade noch mit einem Schlagtacker gemacht. Es funktioniert. Es dauert nur länger und es ist wesentlich umständlicher. Teile sind jetzt fertig. Schaut mal. Das ist jetzt so ein Bodenstück. Wie gesagt, es ist völlig egal, wie es von hinten aussieht. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Wichtig ist es, dass von oben schön gespannt ist. Das gleiche natürlich auch bei unseren Seitenteilen. Fussel hat man immer irgendwie, aber ansonsten Hauptsache von oben schön. Und jetzt bauen wir das Ganze in die Schublade. Und fertig ist die Schublade. Ein super tolles, kleines, einfaches Projekt. Ich glaube, reine Bauzeit waren ungefähr 2 Stunden und es sieht einfach nur schick aus.
Die Gesamtkosten des Projekts würde ich mal schätzen, ca. 25 Euro. Das Teuerste daran ist, glaube ich, einfach mal der Stoff. Ihr braucht ca. 1 Quadratmeter für die Art und Weise der Schubladen. Zusätzlich braucht ihr auch nur sehr wenige Werkzeuge. Ihr habt es gesehen, das Wichtigste ist eigentlich wirklich der Elektrotacker. Es macht Spaß und es geht schnell. Kleiner Tipp noch von mir, wer die Nagellackschublade nachbauen möchte, die Schräge bekommt ihr hin, indem ihr einfach ein Kantholz, ich würde mal schätzen, das waren glaube ich 6 cm, quer durch, also einmal so schräg im 45 Grad Winkel durchschneidet und ansonsten das gleiche Prinzip anwendet. Ich hoffe, euch hat meine Schublade gefallen. Ich würde mich tierisch über Kommentare von euch freuen und bis zum nächsten Video.